Servus Leute, willkommen zurück bei City Skylines und unserem ÖPNV rumgebastle, sage ich mal. Bastelstunde à la Raid Gaming bei City Skylines. Ja, ich habe mir auch wieder Kommentar durchgelesen und ja, stimmt, ich könnte auch mal schauen, wie die Bahnlinien zusammen matchen, sage ich mal. Und das dann als Verbindungsstraße nehmen. Ich mache mal ganz kurz nur. Sorry, das geht jetzt. So. Zack. Zack. Und kann dann schauen, wie das dann matcht. Jetzt schau ich mal kurz. Moment, ich gehe mal einmal drauf. Also, ich habe hier, 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 hier. Hier ist dann die eine Zugverbindung. Das wäre natürlich an sich noch was Ideales. Ich könnte dann aber auch sagen, hey, ich verbinde hier Bus mit U-Bahn. Aber, also das mit dem Bus hast du ja gesagt, das hatte ich eben auch schon mal als Befürchtung, dass wenn man jetzt anfängt, hier Buslinien noch ranzumachen, dass sie dann irgendwann einfach auf die Busse umsteigen, anstatt auf die U-Bahn, wo U-Bahn ja mehr Sinn machen würde, sage ich mal, im Grundprinzip. So. Ich glaube sogar aber jetzt, dass diese Linie hier dann schon hier mehr Sinn machen würde. Weil ich da dann eine Verbindung habe. Weil diese Bahn geht ja dann hier hinter, die geht ja hier rein. Das heißt, man hat da dann automatisch auch noch eine. Ja, warte, lass mich die mal schnell wegmachen. Ja. Dann baue ich die hier unten ran. Irgendwie. Dieser Ort ist bereits belegt. Es ist doch... Oh. Das sollte vielleicht die richtige nehmen. Dann mache ich die doch hier hin. Muss ich einen wegreißen. So. Bei den kann ich dann einfach anschließen. Jetzt muss ich mal nur kurz schauen. Also was ich sowieso machen kann. U-Bahn in die Industrie würde ich jetzt nicht machen. Ich würde jetzt sogar das hier verbinden. Also dass ich jetzt so sag, zack. Zack und zack. Also das wird sowieso verbunden, das ist ja klar. Dann kann ich doch jetzt das hier. Hier habe ich sonst ja keine U-Bahn, ne? Weil da habe ich dann auch wieder den Personenzug. Dann verbinde ich das hier hin. Den muss ich mir halt nur überlegen, wie ich ihn einbinde. Also entweder ich binde ihn jetzt so mit ein, aber das wird doof. Aber ich kann ja dann hier auf jeden Fall schon mal noch eine ranbauen. Vielleicht hier hin. Haben wir eher aktuell eine Sackgasse. Von hier aus dann dahin. Von hier aus dann hier hoch, aber... Also da werde ich wahrscheinlich eh noch was machen müssen, dass ich da mehrere U-Bahn-Stationen machen werde. Aber aktuell ist das wahrscheinlich so die beste Lösung, hier den Kreisel zu machen. Und hier würde ich dann einfach nur ein kleines Liniennetz machen mit Bussen. Ich weiß halt aktuell nicht, ob hier noch was rein sollte. Sollte hier noch was rein oder nicht? Dann könnte ich theoretisch von hier aus noch hier ran machen, hier ran. Das ist nur besser, warte. Zack. So. So, jetzt warte mal, Wasser mal Obacht. Jetzt hauen wir noch hier einen hin. Ich würde den gerne hier an eine Straße setzen. Am besten so hin. So, du kommst jetzt hier und hier hin. Und dann läufst du hier hin. Läufst dann hier und dann wieder zurück. Hier muss ich dann halt schauen, wie es sich entwickelt. Das weiß ich ja aktuell noch nicht. Da muss ich noch ein bisschen schauen. Aber es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. So, das heißt,
Ich starte wieder hier, fahre hierhin und zack, bumm, zurück. Warum hat er die jetzt nicht? Hä? Warte kurz. Eigentlich sollen sie hier hin. Hey, warum macht denn das jetzt nicht? Etza, oder? Sehe ich das jetzt da? Warte, die grüne schnell. Ist denn das? Das ist die hier, okay. Okay, ich krieg gerade einen Anruf, ich muss ganz kurz pausieren, Moment. So, zurück sind wir. Sorry für die kleine Unterbrechung, aber das solltet ihr nicht großartig spüren. Es ist wieder angehalten, jetzt muss ich mal ganz kurz schauen. Also, die hier, die läuft jetzt aber durch, so wie ich das sehe. So, einmal haben wir hier die, dann die da hier. Dann kommt die im Zentrum. Boah, haben wir da viele Leute, die da stehen. Und dann die drei, okay. So, das gleiche jetzt bitte wieder umgekehrt. Also hier einmal neu. Neu. Alles wieder zurück. Zack, bumm. So. Also das schaut schon mal ganz gut aus. Muss ich nochmal schauen. Ich hatte doch hier gerade. Welche Linie ist denn hier? Die grüne. Okay, jetzt muss ich schon. Dann ist das einfach die pinke. Ist ja egal. Die lilane. Ah. Genau. Okay. Die Linie ist dann sozusagen mit dem Industriegebiet hier verbunden. So, jetzt haben wir hier noch ein Industriegebiet. Und das wird jetzt so eine Sache. Das wird wahrscheinlich ein innerer Kreisel. Und den überlege ich mir gerade noch, wie ich den machen soll. Also theoretisch kann ich dann hier nämlich noch eins reinklatschen. Und sagen, ich baue einmal hier so einen Kreisel rum. Dass ich den hier doppelt belegen lasse. Also wisst ihr, wie ich meine? Dann muss ich nur den da hier würde ich dann versetzen. Und zwar ein bisschen mehr in die Richtung hier. Warte. Eher so. Oder vielleicht dann sogar den hier mehr hier rein und den hier dafür dann da rein. Beziehungsweise, nee, ich lasse es so. Und dann... So, jetzt warte mal. Also dieser Zug hier ist halt ein bisschen blöd. Obwohl, ich könnte hier noch einen Kreisel machen. Hier direkt bei der Busstation habe ich ja eh schon einen. Und hier dann auch noch mal einen. So, wenn ich jetzt das sage, von hier aus dahin. Von hier aus dahin. Von hier aus muss ich jetzt ein bisschen schauen. Dahin. So. Da, von da. Hier links. Dahin. Ja gut, jetzt muss ich aber wieder zurück, ne?
Das ist doof. Ach, warte mal. Ich kann ja auch. Warte mal. Ich kann ja auch sagen. Irgendwie hier hin. Weil. Wo ist. Ah, nee, Schwan. Da bin ich schon vorbei. Ich kann auch dann sagen. Hier links. Ja. So hin. Dann, ja, das wird jetzt ein bisschen blöd. Das ist dann so eine S-Kurve. Und die muss dann hier hin. Die geht dann nämlich hier hoch zu der U-Bahn. Und kann dann hier aber abzweigen. Und zwar hier hin. Oder? Theoretisch könnte ich hier auch noch eine U-Bahn-Station hinbauen. Aber es bringt jetzt, glaube ich, hier nicht mehr so viel, wenn wir hier dann eine haben. Und ich würde die sogar mitnehmen dann. Weil diese Linie, also hier haben wir ja schon eine. Und das heißt, wenn die von der Linie, die dann hier hinter geht, hier umsteigen wollen, dass sie hier reinkommen in den Circle, dann können sie da entlang fahren. Ah, siehst du? Ja, das passt doch. Ich glaube, die Vernetzung ist gar nicht so übel. Könnte schlimmer sein. So, jetzt warte mal. Also, ich fahre hier, 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 hier. Zack, zack, zack. Wieder zurück. Umgekehrt genauso. Zack, zack. Zack, zack. Das ist mein innerer Kreis. So. Und jetzt muss ich die noch schnell ändern. Farblich. Die Linie 9 und 10. Warte mal schnell. Ah, okay, das war die grüne. Passt. So. Was, wie nennen wir die? Was haben wir denn noch? Haben wir denn noch nicht? Ah, gelb schon an. Nimm mal gelb. Zack, bumm. Zack, bumm. Okay, gut. Ich lass mal laufen. Aber jetzt müsste normalerweise alles. Jetzt müsste alles laufen. Ich mach mal schnell auf Vollgas. So, jetzt kann ich mir nur die Buslinien anschauen. Die sind ja noch ein bisschen wirr verteilt. Wo die hier gar nicht so übel sind. Also ich könnte wenn dann mal schauen, ob ich irgendwo. Warte mal. Ich sag. Zwischen irgendwelchen Verbindungsstücken. Also wenn ich jetzt so sag. Zum Beispiel der rote und blau. So wie ist sowas wie ein Shuttle. Der blaue müsste erstmal hier hin, dann müsste er umsteigen, dann müsste man hier hin und dann kommt man hier zu dem da und dann muss man ins rote. Das heißt, hier würde es Sinn machen, wenn ich sagen würde, ich baue hier eine Haltestelle hin. Die dann hierher fährt. Ein reiner Shuttle. Haben wir nochmal solche Sachen? Der grüne zum Beispiel. Ja, grün und gelb. Ich könnte hier jetzt nochmal eine Ding machen, die dann hier hinfährt. Oder zumindest irgendwie hier rein. Weil grün und gelb treffen sich halt eigentlich nicht. Dann sage ich doch hier. Du sollst. Wo habe ich jetzt gerade gesehen hier? Ich glaube, wenn ich hier hinfahre, ist das Beste. Hä, warum muss denn der hier so einen Umweg fahren?
Ach, der fährt genau da direkt drüber. Ja, okay, verstehe. Wenn ich so mache, dann fährt er über die Autobahn. Wenn ich so mache, fährt er über die Landstraße. Ja, gut. Dann würde ich den, glaube ich, hier hin machen, weil da ist es nicht so übel. Dann wieder zurück. So, ich mache die dann auch grün. Soll ist jetzt die neueste sein, oder? 25. Die mache ich dann auch grün. So, grün. Ich den MAN natürlich, so die. Und der hier, was ist mit dem? Okay, frag mich gerade nicht, was das für einer ist, aber warum hat denn der noch seine normalen? Geht ja gar nicht. Geht ja gar nicht. So. Und jetzt noch die andere Linie, die ich da jetzt hingebastelt habe. Die da jetzt fährt, das ist die hier. Welche ist denn das aber? Das ist auch eine normal blaue. Ist das die da? Ja. So, das heißt, die hier wird rot. Dann muss ich die rote halt irgendwie bläulich machen. Irgendwie so. So wie es jetzt zuvor war. Okay, gut so. Ah, was ich jetzt noch schnell schauen wollte. Wie schaut es denn mit den Passagieren und den Fahrzeugen aus? Okay, 7 Fahrzeuge. Boah, 10 Fahrzeuge, trotzdem 289. Lass mich mal schnell anschauen. Okay, die sind auch alle relativ voll, aber jetzt nicht übervoll. Also es sind zwischendrin ein paar voll und danach geht's wieder. Hier werden sie halt alle voll. Ich könnte mir sogar vorstellen, ein Fahrzeug hinzuzutun. Ein einziges. Nehmen wir mal eins dazu. Wollen wir denn noch so viel? 163. Schauen wir uns die mal an. Na gut, das ist hier zwischen den zwei Haltestellen. 181. Wo ist denn das? Das ist die hier mittendrin. Und 153, das ist die da oben. Ja, aber gut. Also was ich jetzt machen kann, oder? Boah, kann ich das nicht irgendwie öffnen? Das ist ja so nervig. So, warte. Dann mache ich hier halt noch einen Bus mehr. Machen wir 8. Okay. Und habe ich die jetzt gerade schon angepasst? Ja, genau, die habe ich angepasst. In Übersicht. 147 haben wir hier. Ach, das ist ja dieses Verbindungsstück, das passt. Das habe ich ja schon mal eingerichtet. Das sollte dann sich auch auflösen. 139 schauen wir uns noch an. Wow, okay. Ach, das ist diese Haltestelle hier, die Haupthaltestelle. Da habe ich meinen 7. Bus dazu. Dann schauen wir mal, ob sich's verbessert. Ich glaube aber grundlegend haben wir zumindest schon mal einiges weggehaut. Okay, sie passt. Sieht man schon irgendwelche Veränderungen? 2730 pro Woche. Ich glaube, das ist höchstwert. Lol. Kann ich da auch mehr Fahrzeuge geben? Okay, wow. Ah, das ist die Umstiegshaltestelle. Machen wir mal 3. Na komm. Warum kann ich das Fenster nicht verschieben? Lol, was machen wir jetzt? Danke. So, 200, alles klar. 202, 220. Ich glaube, ich mache überall mal 3 Fahrzeuge. Obwohl, hier schaut es recht gut aus.
Warte, ich brauche mal schnell die Linienübersicht und dann schaue ich mir das mal an. Also bei 444, also zwei Fahrzeuge können 150 laden. Das heißt, bei 3 sind wir bei 450, das passt im Prinzip. Jetzt schaue ich nur mal schnell kurz, ob das auch so an sich passt. 42% erspart der Autofahrten. Also ich glaube, dieses System schaut sehr, sehr gut aus, muss ich ehrlich sagen. So, die U-Bahnen müssten nämlich normalerweise dann auch schön... Dadurch, dass die jetzt nämlich auch nicht mehr so verschachtelt sind, müssten die eigentlich auch relativ gut miteinander auskommen. Wo ist denn jetzt unser oberer? Das ist jetzt, glaube ich, der einzige, der doppelt belegt ist. Wo ist er denn? Bin jetzt blind. Ach, hier oben. Genau. Das wäre der einzige, der doppelt belegt ist hier. Kann ich da auch irgendwie schauen? Nee, da gibt es leider keine Statistiken. Weil die teilen sich ja dann hier. Muss ich nochmal ganz gut schauen. Das habe ich aber schon verbunden. Lalalala. Aber ich bin schon mal ganz zufrieden. Muss ich sogar sagen, hätte ich nicht mehr für möglich gehalten. Genau, das ist dann die Lilane hier. Perfekt. Und man sieht es auch an den Fahrgastzahlen extrem gut. Also damit kann sich auf jeden Fall arbeiten lassen. Wie ich das jetzt dann nur mit den Zügen mache, weil die Züge müsste ich dann halt komplett auch nochmal neu aufstellen und machen. Das muss ich dann aber mal schauen, aber ich glaube, das wird dann eher in die, ja, das geht dann eher in die nächste Folge. Aktuell sind die Folgen halt nicht so lang, weil ich möchte jetzt nicht immer irgendwas anreißen, wo ja Planung dazu gehört, wie jetzt auch hier. Aber ich sag mal so, es ist auf jeden Fall so, dass man damit arbeiten kann. Aber Leute, dann belasse ich es mal für heute. Ihr könnt es euch mal anschauen, das kommentieren. Ich glaube, es ist soweit ganz cool. Was hat er für ein Problem? Ah, okay. Naja, das legt sich schon wieder. So, generell kann ich sagen, die Zahlen passen jetzt schon 3.500 fast. Also die Zahlen sprechen für sich. Und dementsprechend bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, wenn ihr mehr sehen wollt. Und wir sehen uns das nächste Mal bei City Skylines. Bis dahin, euer Raid. Ciao.